Ihr haue dir jetzt aufs Maul, Furiosa. Höre doch mal auf, du Arschloch. Es heißt Furiosa, nicht Furiosa. Ja, halte doch einfach mal die Fresse. Leute, heute wird es hart für mich wie Wasser bei minus 5 Grad Celsius. Denn ich muss euch leider sagen, dass meine zum Furiosa-Trailer geäußerten Bedenken bezüglich CGI und Co. leider alle eingetroffen sind. Im Prinzip könnt ihr daher diese Review abbrechen und meine Trailer-Reaction gucken. Es ist erschreckend prophetisch, was ich da laber. Naja, Story of my life. Aber gut, mit der nun folgenden Meinung stehe ich anscheinend auch vollkommen alleine da. Also nehmt mich nicht allzu ernst und geht ins Kino. Macht ja sonst keiner. Zum Film. Okay, let's go. Furiosa verhält sich zu Fury Road wie Raid 2 zu Raid 1, nur dass Raid 2 ein herausragender Film ist. Als Prequel angelehnt bekommen wir hier also die Geschichte von Furiosa erzählt. Von Kindesbeinen an, bis sie als Imperator Minus Arm an der Seite von Immortan Joe landet. Indes gibt es natürlich auch jede Menge Worldbuilding. Wir erfahren mehr über das Ökosystem Endzeit, über Bullet Farm, Zitadelle und Gastown sowie deren Bewohner. Wem Fury Road zu wenig Deep Dive war, der bekommt das Wasteland jetzt totgelabert, nur um zum Finale zur Conclusio zu kommen, dass es dadurch auch nicht mehr Fleisch bekommt als ein vertrocknetes Mammut in der Sahara. Sprich, es gibt einfach mehr von allem, nur leider nichts Neues. Zwei neue Figuren plus eine weitere Fraktion werden eingeführt, aber auch gleich wieder erased. Ja, ganz ehrlich, das alles ist so belanglos wie in Rogue One, nur der sieht besser aus. Während Raid 1 also nur Geballer im Hochhaus war und Raid 2 einen Gangster-Epos daraus machte, erzählt uns Furiosa im Prinzip das gleiche wie Fury Road, nur eben in wesentlich länger. Als Fan des Pacings des Vorgängers finde ich das unterwältigend. Aber bleiben wir bei Raid 2, denn der schaffte es tatsächlich noch, eine Ladung Actionkohle mehr in den Kessel zu schippen, was man von Furiosa nun nicht behaupten kann. Habe ich aber auch nicht erwartet. Im Prinzip gibt es allerdings in 2,5 Stunden auch nur eine erwähnenswerte 15 Minuten Actionsequenz, die leider Gottes vom hässlichen CGI so sehr torpediert wird, dass mir glatt zu kotzen kam. Kurz, bei Fury Road konnte ich kaum genug von der Fahrt bekommen, bei Furiosa dachte ich eher so. Ich muss raus! Und hey, wenn wir schon beim CGI sind, ja, der Film ist tatsächlich streckenweise hässlicher als Machete Kills. Damit meine ich nicht die krasse Übersättigung, die verbuchen wir mal unter kreativer Entscheidung. Nein, ich meine die digitale Devolution, die mir gerade bei Warner Brothers Produktion immer mehr auffällt. Beabsichtigt oder nicht, von beschissen ausgeleuchteten Greenscreen-Einstellungen, hässlichen Videogame-Set-Pieces über computergenerierte Stunt-Leute, die wie einen Ragdoll-Glitch durch die Gegend spacken, unterirdischen Feuereffekten bis hin zu Bildern, die meiner Horrorvorstellung von AI-generiertem Film erschreckend nahe kommen, ist Furiosa zumindest teilweise eine audiovisuelle Ohrfeige. It does look like shit. Und ja, auch der Sound ist irgendwie belanglos schwachtätig. Vom Soundtrack erst gar nicht zu sprechen, der ist so gut wie nicht vorhanden. Also bleiben wir mal metaphertechnisch beim Messen mit Star Trek. Optisch ist Furiosa ein ähnliches Downgrade für mein ästhetisches Empfinden wie Episode 1 damals im Vergleich zur Originaltrilogie. Okay. Ja, das klingt hart, aber dieser Film wirkt manchmal einfach faul. Und wenn Marvel und Netflix dafür einen Mittelfinger von mir bekommen, ja dann eben auch George Miller, so sehr ich seine Arbeit sonst liebe. Naja, kommen wir zu den positiven Aspekten. Da wäre zum einen Anya Taylor-Joy, die zwar nur eine Stunde im Film zu sehen ist und außer gucken nicht viel zu schaffen hat, aber dennoch eine unglaubliche Präsenz ausstrahlt. Und zum anderen Chris Hemsworth, aka, keine Ahnung, schon vergessen wie er heißt, Indominus Rex oder so. Egal, der Mann hat so viel Spielfreude und Spaß an der Sache, dass ich glatt Bock auf einen Spin-off mit ihm habe, indem er dann nur Nebenfigur im eigenen Film ist, scheint ja irgendwie Konzept der Reihe zu sein. Und last but not least muss ich hier noch die Struktur und Story loben. Gerade in Sachen Details merkt man, das Skript war kein Schnellschuss, nein, gar vor Fury Road fertiggestellt. Ja, es ist belanglos, was erzählt wird, aber wie es erzählt wird, zeugt von Talent und Hirn. Schließt man also Augen und Ohren, ist Furiosa demnach ein sehr guter Film. Ich empfehle also, besorgt euch das Skript zum Lesen und stellt euch einfach vor, was man daraus hätte für ein Meisterwerk machen können. Fazit. Es gibt da diesen ultra starken Moment in Fury Road, als uns Imperator Furiosa vorgestellt wird. Dieser Shot auf ihren Nacken, der uns sagt, sie wurde einst wie Vieh behandelt, sprich wie Max zu Beginn des Films. Unverzüglich ist klar, diese Frau ist ein krasser, knüppelharter, abgefuckter Motherfucker. Ew! Dude! What the fuck?
Und der Film benötigt schlappe 3 Sekunden, um uns das zu erklären. Furiosa braucht dafür nun einen ganzen Kinoabend, ohne der Figur auch nur irgendetwas hinzuzufügen, das wir uns beim Vorgänger nicht schon selber denken konnten. Nice. Und ja, ich mag Furiosa als Charakter noch immer sehr, aber ohne Scheiß. Dafür habe ich dieses Prequel einfach nicht gebraucht. Diese Mad Max Story ist im Zweifel sicher gut für Leute, denen es an Vorstellungskraft fehlt, um Fury Road zu begreifen. Wer allerdings kein Tutorial braucht, um den besten Actionfilm aller Zeiten zu verstehen, ja, der kann Furiosa auch irgendwie gerne auslassen. Denn wegen der Action und Inszenierung allein lohnt der meines Erachtens leider nicht. Und wer mehr Mad Max-Universum will, der ist mit den Comics und dem Game vielleicht gar besser beraten. Klingt gemein, aber hier wurde leider meine Zeit verschwendet, obwohl ich den Ansatz, einen völlig anderen Film, als es Fury Road ist, zu drehen, sehr zu schätzen weiß. Naja, wie gesagt, das scheint alles ohnehin nur mein persönliches Problem zu sein, also mal ganz ohne Emotionen und mit Abstand zusammengefasst. Hey Morten, wie fandest du Furiosa eigentlich? Mediocre. Mal bitte.